Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 10. Februar 2020. Heute mit der Geek Talk Daily 780 und mit ein bisschen Sturm, wie heißt sie schon wieder? Sabine, glaube ich, im Hintergrund. Oder Sabrina? Wie auch immer. Es macht auf jeden Fall richtig Krach hier hinten dran. Ich hoffe, man hört es nicht allzu stark in der Aufnahme. Microsoft feiert sein 7-jähriges Bestehen des Surface Pro. Zumindest in den Staaten ist vor genau 7 Jahren, genau gesagt gestern vor 7 Jahren, am Sonntag, das Surface Pro in den Handel gekommen. In Deutschland muss man ein bisschen länger warten. Ich glaube, in der Schweiz dann noch einen Monat länger. Ab Mai des Jahres, vor 7 Jahren davor, kam das Produkt dann auf den Markt. Am Anfang noch stark belächelt. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil es noch ein Windows 8 RT oder ein RT Betriebssystem drauf hatte und parallel das Windows 8, was ja nicht überall so ganz gut angekommen ist. Mein Rainer hatte damals schon riesig Freude daran, vor allem am Windows 8. Und ja, mittlerweile haben sich die Produkte ja ziemlich gut durchgesetzt und auch sehr stark gesteigert. IKEA und der Shortcut-Button, oder wie heißt das Teil schon wieder, der Schnellkoppelknopf, der scheint sich jetzt doch noch ein bisschen zu verzögern. Eigentlich wollte man Anfang bis Mitte Februar auf den Markt kommen damit, das soll sich jetzt verschieben, bis um mit sogar bis in Richtung Juni hinein. Wie genau oder wie lang genau, ist noch nicht ganz genau bekannt. Liegt unter anderem nicht unbedingt am physischen Button, der soll anscheinend bereit sein, vor allem die Software, sprich die IKEA Home Smart App, die dazu abgedatet werden muss, an der soll noch ein bisschen rumgetüftelt werden. Ich warte ja sehnsüchtig auf die Dinger und hoffe, dass es nicht unbedingt bis in Juni geht. Vorher hatten wir die 7 Jahre bei Microsoft, jetzt haben wir 2 Jahre bei Apple, aber auch hier wieder nur der USA-Bereich, denn Deutschland zum Beispiel ist erst ein knappes Jahr her. Der HomePod darf seinen 2. Geburtstag feiern. Mögt ihr euch an den HomePod erinnern? Der smarte Speaker für ein bisschen mehr Geld als die anderen Wanzen, die so in euren Haushalten stehen können. Ja. Mal schauen, ob es dazu ein neues Gerät gibt. Ein HomePod Mini ist ja schon ganz lange in den Gerüchten. Ich glaube eher weniger daran, aber wir werden es sehen. Denn grundsätzlich gibt es am HomePod nicht allzu viel zu rütteln. Tolle Hardware im Audiobereich. An der Software darf noch ein bisschen geschraubt werden, aber für das gibt es ja die ganzen Updates, die immer wieder nachgereicht werden. Am letzten Freitag kam, wie die letzten Freitage immer wieder, ein neues Spiel bei Apple Arcade raus. Charrua Soccer ist ein Spiel, das ein Fußballspiel, das an die südamerikanischen Ureinwohner geht. Das Ganze ist ein Spiel, eben, was man, wenn man die Apple Arcade-Geschichte abonniert hat, kostenlos spielen kann. Für mich ist es, glaube ich, wieder mal an der Zeit, mir das Angebot anzuschauen. Ich hatte es ja ganz am Anfang und dann seither nicht mehr gespielt, weil ich einfach viel zu wenig zum Spielen komme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da ein paar neue Spiele mit dazugekommen sind. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer einen Spieletipp, der da mit drin ist. Darf natürlich auch außerhalb von Apple Arcade sein. Immer wieder gerne gehört, denn Geek Talk haben wir unter anderem ja auch eine monatliche Spielefolge. Die nächste kommt übrigens Ende dieser Woche. Kleiner Spoiler an der Stelle. Und ja, da sprechen wir natürlich immer über Spiele. Macht Sinn in der Spielefolge. Lassen wir jetzt das mit dem Thema und ich gehe jetzt wieder ins Bett, denn ja, dieser Sturm ist heftig da draußen. In diesem Sinne euch einen guten Start in die neue Woche und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.